Ah, die Polizei. Dein Freund und Helfer. Ich hätte da mal ein paar Fragen, so als naiver, unwissender Bürger. Würden Sie mir die freundlicherweise beantworten, lieber Herr Polizist? Falls nicht, wo bekomme ich meine Fragen beantwortet? Also, was tun Sie hier, Herr Polizist? Sind Sie ein Vollstreckungsbeamter? Was könnte man hier vollstrecken? Ich habe keine Schulden. Wie ist zu vollstrecken? Erläutern Sie mir doch mal bitte Ihre konkrete Aufgabe. In welchen Fällen dürfen Sie Zwang anwenden? So, Polizei legt hier wieder los. Ja, genau, Sie wollen sie ein bisschen enger machen, deswegen das ist sehr nett, danke schön. Oh, Trommler sind im Kessel. Erläutern Sie mir doch mal bitte Ihre konkrete Aufgabe. In welchen Fällen dürfen Sie Zwang anwenden? Wie genau ist das zu tun? Also, warum ich frage, ich kenne da jemanden, der soll Widerstand gegen die Staatsgewalt, also gegen Vollstreckungsbeamte geleistet haben. Was könnte das zum Beispiel sein? Dürfen Polizisten lügen? Und wenn sie es tun, wer schützt dann die Bürger vor der Polizei? Weitergehen! Hören Sie auf zu schubsen! Hätten Sie mich nicht geschlagen! Raus! Sie haben mich geschlagen! Sie haben nach mir geschlagen! Gott verdammt! Raus! Ich werde jetzt mal im Internet recherchieren, was zu diesen gestellten Fragen dort so steht. Insbesondere in den Gesetzen. Ja? Was sind Vollstreckungsbeamte? Was dürfen die tun? Wie müssen sie es tun? Wann dürfen sie Zwang anwenden? Und wie genau hat das abzulaufen? Und wie kann sich ein Bürger dagegen wehren, wenn Polizisten eben nicht so arbeiten, wie sie es tun sollten? Und wenn sie vielleicht auch noch lügen vor Gericht? Müssen wir das schlucken oder können wir uns dagegen wehren in einem offenen, toleranten, demokratischen System wie dem tollen Deutschland? Tja, also ich wünsche auch allen anderen viel Spaß beim Studium der Gesetze. Schönen Tag noch. Gefallene Engel, die aus der Hölle kommen, weil sie letztendlich einem Kriegstreiber das Wort reden.
Sie haben alle die Fähigkeit, sich eigene Urteile zu bilden. Sie sind freie Menschen, sie sind mündige Bürger. Unser Grundgesetz, unsere Republik ist aufgebaut auf dem Leitbild des mündigen Bürgers, ist aufgebaut auf der Menschenwürde. Und die, die hier mit Friedenstauben rumlaufen, sind deshalb vielleicht gefallene Engel, die aus der Hölle kommen, weil sie letztendlich einem Kriegstreiber das Wort reden. Und brüllen das. Also ich meine, Frieden schaffen ohne Waffen. Das finde ich total lustig. Ich habe Friedensdemos organisiert in den 80ern, dann kommen die ja. Also das ist jetzt wirklich, das ist der wahre Olaf Scholz. Ja, liebe Mitbürger, das ist wohl der wahre Olaf Scholz, sagt er von sich selber und feiert, was er dort gesagt hat. Und die, die hier mit Friedenstauben rumlaufen, sind deshalb vielleicht gefallene Engel, die aus der Hölle kommen, weil sie letztendlich einem Kriegstreiber das Wort reden. Und brüllen das. Also ich meine, Frieden schaffen ohne Waffen. Das finde ich total lustig. Ich habe Friedensdemos organisiert in den 80ern, dann kommen die da. Also das ist jetzt wirklich, das ist der wahre Olaf Scholz.